Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe meine Nägel neu gemacht und ich muss die euch einfach zeigen. Die sind so schön. Ich bin richtig, richtig verliebt. Schaut euch bitte dieses Design an. Ich kann nicht mehr. Es ist so schön. Ich hatte ja in der Vergangenheit immer den Struggle, wenn ich dann mir zu Hause was gemacht habe, egal ob es jetzt Nagellack ist oder Shellack oder weiß der Geier was, dann war es immer nur eine Farbe. Und wenn ich ins Nagelstudio gegangen bin, habe ich meistens auch irgendwie eine Farbe oder French oder sowas gemacht, weil ich mir nie sicher war, können die das mit den Designs, sieht es dann am Ende schön aus oder auch nicht, und man zahlt unendlich viel Geld vor allen Dingen, oder zu Hause sitzt man dann da ewig rum und pinselt und macht und tut und klebt und überhaupt, und am Ende ist es so. Aber das hier mit den UV-Stripes ist natürlich mega genial, weil ob ihr euch jetzt einen Stripe aufklebt mit irgendeiner Farbe oder mit irgendeinem Muster, ist natürlich völlig egal. Es sieht so schön aus mit diesem Weiß und diesem Roségold. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, ich bin richtig, richtig in love. Und ihr seht schon, meine Nägel sind relativ lang geworden. Das habe ich so lang nie richtig hinbekommen in der Vergangenheit. Es sei denn, ich habe richtig im Nagelstudio dick Gel drauf machen lassen. Ansonsten war es immer so in der Vergangenheit, dass ich ein bisschen kürzer noch hatte. Und das war dann schon das Maximum, weil die mir sonst trotzdem irgendwie haben die sich gebogen oder so. Also für den Alltag brauche ich aber auch nicht länger. Das ist gerade in Ordnung so. Ich finde das so, so schön. Der Style hier heißt übrigens Urban Jungle. Absolutes Lieblingsdesign gerade. Also das ist so schön sommerlich. Ich habe für euch wieder mitgedreht, wie ich das gemacht habe. Super, super easy. Mit dem Remover Pan habe ich wieder ganz langsam drumherum das Öl fließen lassen. Also schön aufgetragen. Dann mit dem Rosenholzstäbchen bin ich ein bisschen drunter gegangen, um das Ganze dann langsam ein bisschen zu lösen, und dann nochmal mit dem Pan. Der sorgt dann dafür, dass der Kleber sich vom Nagel löst, und dann könnt ihr das ganz easy entfernen ohne, und das ist sehr, sehr, sehr genial, euren eigenen Nagel anzugreifen. Also ohne, dass da irgendwas passiert, danach sind eure Nägel wirklich on fleek. Ich gehe, und das wurde ich auch von euch gefragt, da hat mir einer geschrieben, dass sie das Problem hatte, dass die Nägel danach noch so ein bisschen bappig gewesen sind. Also was ich immer mache, wenn ich meine Nägel dann abgemacht habe, ich gehe sie einmal waschen, damit ich das Öl dann halt eben wegbekomme, und dann gehe ich nochmal mit einer Nagelfeile oder mit so einem Buffer. Die sind nämlich ganz, ganz, ganz fein, dass ihr eure Haut, euer Nagelbett nicht kaputt macht. Einfach ein bisschen drüber feilen, aber wirklich nur so 2-3 Mal hin und her, und das war's. Ganz, ganz leicht, und dann sind diese groben Klebereste halt eben weg. Dann habe ich meine Nägel nochmal ein bisschen gefeilt und auch die Nagelhaut weggemacht. Einfach ein bisschen schön vorbereitet, wenn ihr eure Nägel dann noch kürzen wollt. Wie auch immer, wie lang ihr sie dann haben möchtet, einfach schön vorbereiten. Und dann natürlich ganz wichtig, wieder Prep and Prime, die Tücher drauf zu machen. Die machen euren Nagel nochmal richtig sauber und entfetten alles, damit das UV, der UV-Stripe auch richtig schön haftet. Genau, da habe ich euch das letzte Mal ja schon gesagt, einfach in der Mitte anlegen, leicht gucken, links und rechts, passt das Ganze, und dann schön nach außen hinweg streichen. Immer aufpassen oben beim Nagelrand, dass ihr vorab, wenn ihr viel Nagelhaut habt, die ein bisschen zurückschiebt, nicht arg, nur ein bisschen. Und immer darauf achten, dass ihr den Streifen wirklich kurz unter der Nagelhaut draufklebt. Also nicht draufkleben oder sowas, der muss wirklich auf dem Nagel kleben, weil sonst hält das Ganze nicht. Wenn ihr das auf die Nagelhaut zum Beispiel klebt, dann wird sich das Ganze lösen. Also immer auf den Nagel. Dann das, was absteht, einmal abschneiden. Wenn ihr kurze Nägel habt, könnt ihr die abstehende Seite nochmal verwenden für die andere Hand. Das ist sehr, 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 sehr praktisch bei kurzen Nägeln. Und dann einfach umklappen und den Rest abfeilen. Einfach ganz langsam in eine Richtung feilen. Wichtig ist einfach nur, dass ihr von außen nach innen wegfeilt. Nicht hin und her, sondern nur mit einer Bewegung. Und schön in einem Winkel, also so einen Winkel habt, dass ihr nicht so feilt oder so, sondern einfach schön einfach in der Mitte hin, zur Mitte hin, und dann geht es auch ab und dann ist alles safe. Was bei mir persönlich Wunder bewirkt hat, ist der Topcoat. Der ist für mich ein absolutes Must-Have. Ich gebe da eine Schicht drauf und versiegel das hier vorne eben nochmal an der Nagelspitze, und dann sind meine Nägel einfach noch viel, viel, viel härter, weil meine Naturnägel halt einfach
übelst dünn sind. Die sind richtig wie Blatt Papier, richtig, richtig dünn. Und so können die eben nicht mehr umknicken und sind nochmal zusätzlich versiegelt. Und man hat einen schönen Glanz. Das heißt, wenn ich nach einer Woche merke, so, oh, meine Nägel sind nicht mehr so schön am Glänzen, dann kann ich nochmal eine dünne Schicht UV-Lack draufgeben und dann sind die wieder fresh und sind schön am Glänzen. Es ist so, so eine Erleichterung. Man muss nicht irgendwie viel Geld im Nagelstudio lassen, unendlich viel Zeit vor allen Dingen, sowohl ob, wenn man im Nagelstudio geht oder zu Hause, man gibt eigentlich, also es ist, dauert alles viel, 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 viel länger. Man hat keine Trockenzeit oder. Das geht super, super schnell. Man ist wirklich in 10 Minuten fertig. Man muss nicht warten auf irgendwas. Man hat nichts Bappiges danach. Es ist wirklich, du steckst die Nägel dann unter die Lampe übrigens, den UV-Streifen oder auch den Topcoat immer nochmal unter die Lampe, 60 Sekunden aushärten lassen und du bist good to go. Du kannst direkt loslegen. Die sind richtig robust. Du kannst damit alles machen, egal was. Ich bin ja wirklich hier 24/7 Haushalt, Kinder, alles am Machen und am Tun und es ist überhaupt gar kein Problem. Egal, was ich bis jetzt angepackt gemacht habe, es hat wirklich standgehalten. Es ist so schön vor allen Dingen. Es geht schnell, es ist leicht, es ist easy von zu Hause aus. Also besser geht's überhaupt gar nicht, vor allen Dingen als Mama. Das ja, meine absolute neue Must-Have. Nagelroutine. Und dieses Design hat es mir halt einfach echt angetan, deswegen musste ich euch das jetzt nochmal zeigen. Schaut sehr, sehr, sehr gerne bei Maniko vorbei. Ich werde euch alle Infos nochmal in die Infobox verlinken. Mit meinem Code bekommt ihr nämlich ganze 10% auf die komplette Homepage. Auch auf Sachen, die schon im Sale sind oder irgendwelche Aktionen oder sowas, kriegt ihr trotzdem meine 10% on top dazu. Also mega nice. Schaut sehr, sehr gerne vorbei. Wie gesagt, alles steht in der Infobox und für euch geht es jetzt mit dem Vlog weiter. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind auf dem Weg in den Kindergarten. Heute soll es richtig, richtig heiß werden. Sam und ich sind auch richtig cool drauf, gell? Wir haben unsere schönen Sonnenbrillen an. Ja. Heute soll es irgendwie fast 30 Grad werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mal gucken, was wir machen. Meine Mama ist noch da. Ja, meine Schwester geht's wieder super. Ab und zu hustet sie noch, aber im Prinzip ist alles wieder gut. Das, man sagt immer, kennt ihr diese 1-2-Tages-Grippe, wo es einem so richtig bescheiden geht und danach ist es so wie weggepustet? So in etwa war das gewesen. Ja. Der Samu wollte auch heute wieder seine Jeanshose anziehen. Ist ja egal, wie heiß oder wie kalt es ist. Jeanshose muss immer bei ihm am Start sein. Aber zu Hause ziehen wir dann eine kurze Hose an wieder, okay? Ja. Ja. So. Dienstag. Mal gucken, was der Tag so bringt. So, da melde ich mich mal wieder. Wir haben mittlerweile 10 vor 10. Ja, als ich nach Hause gekommen bin, war ich eigentlich dann kurz vor meiner Schwester, meiner Mutter drüben. Wir haben uns dann entschieden, dass wir heute wieder Pocaccia essen möchten. Das ist ja dieses selbstgemachte Brot, was ich euch jetzt schon öfter gezeigt habe. Da haben auch einige nach einem Rezept gefragt. Das ist eigentlich voll simpel. Da gehört einmal Backpulver rein, und zwar eine ganze Packung, bisschen Salz, Wasser und Mehl. Und das Ganze wird die ganze Zeit geknetet, bis es halt eine feste Masse ergibt. Und das kommt dann bei 200 Grad für so eine halb, dreiviertel Stunde, muss man halt beobachten, wie knusprig man das auch haben möchte. Kommt dann in den Ofen und dann wird in einer Pfanne Öl erhitzt und es wird dann also so richtig, richtig heiß, dass es brutzelt sozusagen, und das wird dann da drüber geschüttet über das Brot. Davor wird es noch in so Vierecke geschnitten. Ja, also eigentlich ist es voll simpel. Aber ich werde jetzt erstmal frühstücken und dann schauen, je nachdem wie lange Lara noch schläft, dann werde ich das mit der Schultüte angehen für Samu und auch für Nias. Und wenn sie zwischendurch wach werden sollte, dann gebe ich sie ganz kurz zu meiner Schwester und meiner Mutter rüber, dass ich das mit der Schultüte heute beende. Das möchte ich unbedingt, unbedingt heute beenden. Genau, dass der Lias davon halt eben nichts mitbekommt. So, jetzt habe ich wieder für eine Woche alles gemacht. Meine Maschine läuft auch gerade. Ich habe eine schwarze Wäsche angeschalten. Achso, ich wollte jetzt auch unbedingt mal... Dienstag kann ich gleich rausmachen. Die schleudert gerade. Ich glaube, die ist gleich fertig. Ja, wieder fertig. So, lecker. So, wir frühstücken jetzt erstmal in Ruhe. So, mittlerweile haben wir gefrühstückt, gechillt, gequatscht, gemacht, getan. Und ich habe immer noch nichts gemacht. Lara schläft noch. Wir haben jetzt 10 vor 12. Ich
gehe jetzt hoch und werde mal aus den Schubladen alles rausholen, was ich für die Schultüte geplant hatte. Aber es hatte zwischenzeitlich an der Tür geklingelt und ein neues Schmuckstück von meinem Punkt ist eingezogen. Wollte ich euch kurz mal zeigen. Ihr wisst ja, ich liebe die Kugelarmbänder. Sobald ich irgendwie mehr Schmuck anziehe, zu Hause habe ich meistens nur meinen Verlobungs- und Ehering an, Kette und so kleine Stecker. Und wenn ich irgendwie mal weggehe, dann ziehe ich immer meine Kugelarmbänder an und wenn ich was Größeres noch habe, dann ziehe ich mir auch mal längere Ohrringe an oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, mit diesem Kugelarmband habe ich schon lange geliebäugelt und zwar der hier mit dem Herzchen dran. Und da habe ich mir gedacht, so ganz ehrlich, wenn ich so ein Plättchen schon habe, dann kann ich es auch gleich gravieren lassen. Jetzt habe ich es gravieren lassen, LSL steht drauf, Lias Samulara. Voll schön. Ich lieb's. Ich habe mich hier übrigens gerade einfach nur so abgestützt. Deswegen habe ich hier so eine Macke drin. Aber ja, passend jetzt zu meiner Kette. So, jetzt gehe ich hoch und mache das mal. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gestellt, ob ich ein Video hochladen soll, in dem ich euch einmal zeige, was in der Schultüte drin ist. Und einmal zeige, was ich für den Schulanfang alles gekauft habe. Ich dachte nämlich, dass es vielleicht nicht mehr so interessant ist, weil es ja nur noch 3,5, 4 Wochen sind bis zur Einschulung. Aber tatsächlich haben bei beiden Umfragen über 90% auf Ja geklickt. Deswegen versuche ich das mal heute hinzubekommen, damit es nicht noch später online geht sozusagen. Genau, ja, also ich hoffe, ich kriege es irgendwie hin. Ich gehe jetzt erstmal oben alles ausräumen und gucke mal, ob ich genug habe, zu viel habe, zu wenig habe. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, ob es gerade reicht oder nicht. Und das Ding ist halt, ich kann die Schultüte ja auch nicht extrem vollstopfen und beschweren, weil das Ding muss noch getragen werden. Bei uns ist es nämlich so, um 12 Uhr werden alle zu uns nach Hause kommen. Wir werden zusammen grillen, einen schönen Vormittag haben, essen, Kuchen essen und so weiter. Und um 3 Uhr nachmittags ist erst die Einschulungsfeier. Da treffen wir uns in der großen Aula, da wird was auch immer stattfinden. Dann gehen die Kinder in ihr Klassenzimmer und im Klassenzimmer erwartet sie dann ihre Schultüte. Ja. Also man soll die Schultüte schon nach Möglichkeit einen Tag früher abgeben oder am gleichen Tag bis 9 Uhr oder 10 Uhr, ich weiß es nicht, also relativ früh. Ich finde es irgendwie cool, die Kinder kommen in ihr Klassenzimmer, die sehen das erste Mal ihr Klassenzimmer, ihr Platz und alles drum und dran und dann sind dort halt die Schultüten. Ich finde es irgendwie cool, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, eigentlich möchten wir das als Eltern ihm gerne schenken, sozusagen, ihm übergeben. Also er weiß zwar, dass die Schultüte von uns ist, auch wenn die im Klassenzimmer liegen wird, aber ich glaube, wir werden es so machen, dass morgens, wenn er aufsteht und wir gefrühstückt haben, dass wir ihn dann mit der Schultüte überraschen, dass er die dann das erste Mal sieht und bestaunen kann und dass ich dann die Schultüte in die Schule fahre und er sie dann dort eben auch hat. Und dann, wenn wir wieder zu Hause sind, dass er sie dann ausräumen kann, sozusagen. Das war jetzt so mein Gedanke gewesen, dass wir das so machen. Ja, aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das doch so mache. Ich will halt, wenn er die Schultüte das erste Mal sieht, dabei sein. Ich will seine Reaktion sehen und alles drum und dran. Und wenn er die das erste Mal im Klassenzimmer sieht, da sind wir ja nicht dabei. Also jede Lehrerin, Lehrer nimmt dann die Kinder mit und die gehen dann in die Klasse. Die haben gesagt, das dauert fast eine Stunde. Ich weiß nicht, was die eine Stunde im Klassenzimmer machen werden. Aber die werden dort anscheinend, die meinten, die werden dann ihr Maskottchen kennenlernen, das Klassenmaskottchen. Jede Klasse hat ein Tier sozusagen, ein Tiermaskottchen. Und ich weiß nicht, was da alles stattfinden wird, aber auf jeden Fall werden die dann halt eben ihre Schultüten da auch bekommen. Ja, aber ich möchte schon dabei sein, wenn er sie das erste Mal hat. Deswegen glaube ich schon, dass ich ihm die morgens geben werde und dann halt noch in die Schule das vorbeibringe. Ja. Genau, aber dadurch, dass die ja schon dann auch getragen und gehalten werden muss, klar, wenn er sagt, die ist so schwer, ob jemand die halten kann, dann wird sie schon, werden wir die schon halten, ist ja kein Thema, aber ich denke, er will die auch selber halten, weil er ist ja stolz drauf und so weiter und so fort. Und wenn die dann irgendwie da 30 Kilo wiegt, dann macht das keinen Sinn. Also ich muss schon schauen, dass ich da nicht Sachen reinpacke, die zu schwer sind.
Wobei ich sagen muss, ich habe bis jetzt auch nur so Kleinigkeiten geholt. Also so Süßigkeiten, Kleinkrams, kleine Figuren, kleine Spielsachen sozusagen. Von Ninjago haben wir eine Figur bestellt, die er sich schon ewig wünscht. Das sind ja alles kleine Sachen, die theoretisch nichts wiegen, aber auf Masse gesehen, wenn so ein Ding gefüllt ist, dann ist es schon einiges. Deswegen mal gucken, ob ich dann jetzt genug habe oder nicht, oder ob es dann vielleicht doch zu schwer ist und ich ein paar leichte Sachen irgendwie besorgen muss, oder ich weiß es nicht. We will see. Ja, genau. Das Armband wollte ich euch aber noch kurz zeigen. Ich habe, also aktuell gibt es auch einen Summer Sale, aber ich glaube, wenn das Video online geht, dann ist es schon wieder vorbei. Also folgt mir unbedingt auf Instagram, Leute. Da kann ich euch nämlich ganz kurzfristig oder ganz aktuelle Codes geben, weil jetzt zum Beispiel bei meinem Punkt gibt es jetzt gerade 35%. Das ist halt echt viel, richtig, richtig viel. Und wenn ich euch das hier erzähle, dann ist es immer schon, ja, viel zu spät. Deswegen, ja, schaut da immer auf Instagram vorbei, da kriegt ihr die aktuellsten Codes. Oder, was ich auch immer mache, ich schreibe in die aktuellen Vlogs, also wenn ich heute einen Vlog online stelle, schreibe ich in die Vlogs unten die aktuellen Codes rein. Das heißt, in dem Vlog, der heute online geht, steht drinne, dass 35% es aktuell jetzt gerade gibt. Genau, also deswegen da auch immer mal reinschauen, wenn ihr irgendwas gerade haben möchtet, stehen die aktuellen, tagesaktuellen oder wochenaktuellen Codes immer in den aktuellen Vlogs. Auch wenn es für euch, wenn der Vlog zum Beispiel schon eine Woche alt ist, sind die Infoboxen immer in der Echtzeit sozusagen. Genau. So, jetzt gehe ich aber mal hoch. Lara hat sich nämlich entschlossen, doch noch ein bisschen zu chillen, weiter zu schlafen. Deswegen, je nachdem, wie lange sie halt eben noch liegen bleibt, räume ich mal zumindest alles aus und verschaffe mir mal so einen kleinen Überblick, auch was ich noch so bestellen muss für die Party. Weil ich habe das Gefühl, ich habe voll viel bestellt schon, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen muss ich da eben auch nochmal nachschauen. Tja, wir sind jetzt hier ein bisschen raus in den Garten. Es ist so schönes Wetter. Und jetzt ist hier noch schön Schatten, deswegen können die Babys da in Ruhe spielen. Laras Lieblingsbeschäftigung: Körbe ausräumen. Gell, Süße? Aber gleich gibt's erstmal Mittagessen. So, dann melde ich mich mal wieder. Ich war jetzt zwischenzeitlich, was habe ich alles gemacht? Ich habe Lara gefüttert beim Mittagessen. Wir sitzen eigentlich die ganze Zeit draußen im Garten. Wir haben alle tatsächlich kein Mittag gegessen, weil wir alle gar keinen Appetit haben, weil es so heiß draußen ist. Wir werden jetzt gleich alle eine riesengroße, fette Schale Eis essen und dann zum Abendessen werde ich einen Shake oder so trinken. Also es ist so warm heute, es sind aktuell gerade 29 Grad. Morgen soll es 31 Grad werden. Boah, richtig krass. Eigentlich sollte es morgen regnen. Es hat sich auch verändert. Also jetzt ist Sonnenschein angesagt. Die Kinder dürfen sogar morgen ihre Bademode mitbringen und im Kindergarten dann rumplanschen. Ich war vorhin kurz oben gewesen, habe den Inhalt von den beiden Schultüten. Es darf mich keine. Ach doch, der Lias ist draußen. Von den Schultüten habe ich die Inhalte gefilmt. Genau, das versuche ich dann heute Morgen, übermorgen online zu stellen. Ich gucke, wie schnell ich es geschnitten bekomme, weil es ein relativ kurzes Video ist. Ich glaube, ich ging nur irgendwie 13, 14 Minuten. Das sollte ich schnell geschnitten bekommen. Deswegen, ja. Jetzt habe ich die Jungs, wir haben aktuell 3:45. Ich habe die schon um 3:30 abgeholt, eine halbe Stunde früher, weil es einfach so heiß ist und ich wollte, dass die in Ruhe zu Hause Eis essen und sich ausziehen können und hier ein bisschen Wasserspiele oder sowas machen. Ja, ich war davor noch kurz beim Edeka gewesen und habe ein paar Sachen gekauft, weil ich jetzt eben diese Eisschalen machen möchte. Unter anderem hier zum Beispiel solche Eistüten und dann hier so ein bisschen was zum Verzieren und Soße, verschiedene Eissorten. Himbeeren, Melone haben wir da. Ja, so ein bisschen was werde ich jetzt vorbereiten. Genau. Die Kinder können nicht warten. Also hier ist das Kindereis. Yummy. So, jetzt mache ich noch die Erwachsenen fertig. So, Lias möchte nichts, nur so nackig. Und das ist jetzt das Ergebnis für uns. Yummy. 5 Minuten lege ich mich jetzt hier hin und mache nichts. Ich hatte Eis für alle gemacht, haben wir draußen gegessen, beziehungsweise bevor ich angefangen habe zu essen, habe ich erstmal Lara hingelegt, weil die noch ihren Mittagsschlaf machen musste. Die ist auch da relativ direkt eingeschlafen. Dann haben wir eigentlich noch eine Weile draußen gechillt. Ja, irgendwann bin ich auf jeden Fall dann rein und habe mein Video jetzt geschnitten. Zwischendurch ist Lara wach geworden, habe ihren Abendgläschen gegeben.
und davor und danach mein Video geschnitten, was ich jetzt gerade gedreht hatte mit der Schultüte. Und das werde ich jetzt auch direkt heute online stellen, weil es einfach so aktuell ist, dass es keinen Sinn macht, wenn ich das erst in 2, 3 Wochen oder so online stelle. Deswegen einfach nur so als Inspo, dass ich das jetzt schon online stelle. Ich bin auch mit allem fertig geworden. Ich muss nur noch jetzt das Thumbnail machen. Und dann stelle ich das Ganze online. Die Jungs sind jetzt seit einer halben, dreiviertel Stunde ungefähr draußen am Spielen mit den Nachbarskindern. Ja, meine Mutter und meine Schwester waren jetzt die ganze Zeit hier, haben gequatscht, die Mädels haben gespielt, die Jungs waren erst hier drinnen, dann draußen. Jetzt sind die Jungs immer noch draußen. Meine Mama ist jetzt gerade auf dem Weg zum Bahnhof und meine Schwester, mein Mann, die Mädels laufen mit, dass die Mädels noch mal ein bisschen rauskommen, weil Malia jetzt echt richtig knatschig wurde, weil die super müde ist. Die hat nicht richtig geschlafen heute Mittag. Genau, und ja, die begleiten meine Mama jetzt. Und ich mache jetzt, wie gesagt, meine Arbeit zu Ende. Und dann werde ich in 20 Minuten die Jungs reinholen. Und dann gibt es für die erstmal Abendessen. Und bis dahin müssten die anderen auch wieder da sein. Kurz nach 7 sind die wahrscheinlich ungefähr da. Genau. Ich habe tatsächlich heute nichts zum Mittag gegessen. Wir haben heute Morgen ja dieses Brot gegessen, dieses selbstgemachte. Das hält extrem lange satt. Und durch diese krasse Hitze haben wir auch gar keinen Hunger gehabt. Deswegen gab es jetzt wirklich nur dieses Eis heute Nachmittag. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch gerade überhaupt gar keinen Hunger. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie einen Shake trinke oder vielleicht sogar gar nichts esse. Was weiß ich, weiß es nicht. Irgendwie bin ich so total kein Hunger. Ja. So, das war's eigentlich. Morgen hat sich ein Interessent für den Polo angekündigt. Der kommt sich das Auto anschauen. Ja, Lias. In 20 Minuten gibt's Abendessen, ja? Ich rufe euch dann. Willst du mal was trinken? Es ist draußen immer noch so heiß. Bisschen weniger als heute Mittag. Ich finde es immer noch total heiß. Morgen soll es ja noch wärmer werden. Was hat die Erzieher, was haben die gesagt? Ihr dürft morgen eure Badeklamotten mitnehmen. Was sollt ihr mitnehmen? Badehose und ein Handtuch oder was? Mhm. Oder noch was anderes? Das. Okay. Wasserschlacht, okay. Aber ihr dürft nicht irgendwelche Spritzsachen oder sowas mitnehmen, ja? Er sucht gerade irgendwas und ist nicht ansprechbar. Dieser Metalldetektor ist absolut im Trend. Die spielen damit die ganze Zeit und nehmen das auch immer mit raus und suchen alles Mögliche und überhaupt. Also der ist richtig, richtig nice. Boah, ich bin so müde. Dieses Wetter macht einen so richtig... Bäh. Kannst die Tür offen lassen, Samu. Ich lass bisschen, ich tue hier gerade durchlüften. ja, dann bin ich mal gespannt, wie ihm das Auto gefällt und ob da noch stark verhandelt wird. Ja, allzu sehr gehen wir da auf jeden Fall nicht mehr runter. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, oder ob es dann heißt, nö, er hat gar kein Interesse mehr, oder ob er Interesse weiter hat, beziehungsweise das Auto kauft. Das wäre so, so, so genial, wenn das dann auch weg ist. Also ich bin auch immer noch gespannt, ob das Auto, das neue, diese Woche oder nächste Woche kommt. Ja. So, genau, das steht morgen an. Und ansonsten sollte ich mir mal ganz, ganz, ganz gut überlegen, was ich morgen alles machen möchte, weil morgen der letzte Tag ist, wo beide Kids im Kindergarten sind. Donnerstag, Freitag muss ich hier Lias irgendwie entertainen. Mal gucken. Ja, we will see. Ich muss auf jeden Fall einige Videos vorschneiden. Wegen der Kooperation. Deswegen muss ich mich eigentlich morgen ransetzen und mal so locker 3, 4 Videos schneiden. Das wäre ganz nice. Ja, und das bei diesem Wetter. Super. Naja, ihr Lieben, ich höre mal auf zu quasseln. Wie gesagt, jetzt findet gleich nur noch die übliche Abendroutine statt und dann melde ich mich morgen wieder bei euch und ja, dann bin ich gespannt, was ich so berichten kann in Sachen Poloverkauf.
drückt mir die Daumen, dass alles gut geht und dass er das am besten mitnimmt mit einem richtig guten Preis. Das wäre sehr, sehr nice. Ihr Lieben, wir hören und sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, ich zeig's dir. Einen wunderschönen guten Morgen. Kita-Abgänger 2024. Eine Legende geht vom Gelände. Lias! Der letzte Tag. Der letzte Kita-Tag ist angebrochen. So, auf geht's. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Mittwoch. Und es ist der letzte Kindergartentag von Lias. Lang habe ich drüber gesprochen. Heute ist es soweit. Ich kann es nicht glauben. Er hat heute sein T-Shirt an, wo drauf steht Kita-Abgänger 2024. Eine Legende geht vom Gelände. Lias. Ich finde das so toll. Ja. Heute soll es ja richtig, richtig warm werden. Es ist 31, 32 Grad. Die machen heute eine Wasserschlacht im Kindergarten. Richtig cool. Und ich habe den Badesachen alles eingepackt und ja, dann hoffe ich, dass er einen wunderschönen letzten Tag haben wird. Ich habe gerade noch eine Mama getroffen, die auch ein Vorschulkind hat, wo heute der letzte Tag ist und wir sind so ein bisschen traurig gewesen. Nostalgie ist hart im Anflug. Also wir sind wirklich, sie hat auch so richtig mit den Tränen gekämpft, habe ich gesagt, mir geht es schon seit Monaten gefühlt so, wenn ich dann darüber nachgedacht habe, dass ja für ihn die Kindergartenzeit bald vorbei ist. Einfach, wie gesagt, diese unbeschwerte Zeit, die leichte Zeit, das Spielen und sich über nichts Gedanken und Sorgen machen und überhaupt. Ich meine, klar, die erste Klasse wird jetzt nicht allzu krass werden, aber trotzdem ist es was anderes. Man muss jeden Morgen zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen und pünktlich in der Schule sein. Da fängt es schon mal an. Also es ist nicht mehr mit, ach, heute bin ich ein bisschen später wach, ach, wir gehen mal ein bisschen später. So, das gibt es dann halt eben nicht mehr. Oder dieses ganzen Tag spielen und machen und tun, was man will, sondern in der Klasse stillsitzen, zuhören, lernen und so weiter. Also das ist wirklich, ja, einfach ein anderes Leben. Kindergartenzeit ist schon mit die beste Zeit, die man im Leben hat, muss man ja wirklich mal zugeben. Also sorgenfrei, keine Probleme, alles gechillt. Ja, also klar, jedes Kind hat auch seine eigenen kleinen Problemchen, aber es ist halt nicht dieses, ich muss für eine Klassenarbeit lernen und gute Noten schreiben und bla und keine Ahnung was. Naja, aber das lassen wir dann alles mal in Ruhe auf uns zukommen. Heute erstmal der letzte Kita-Tag. Und ja, that's it. Heute wird jemand vorbeikommen für den Polo. Das heißt, ich werde jetzt als erstes mal die drei Kindersitze mit reinnehmen. Und werde mir drinnen dann mal einen Shake machen. Genau, und ja, Lara bespaßen und mal gucken, wenn sie ihr erstes Schläfchen hält, werde ich dann einmal dieses Auto hier nochmal frisch sauber machen, also einmal durchsaugen, einmal kurz durchwischen, dass alles so fresh and clean ist, weil wir haben es ja jetzt doch dann nochmal eine Zeit lang benutzt, seitdem ich es das letzte Mal gereinigt hatte. Genau, und dann möchte ich heute noch ein bisschen was drehen. Und das muss ich auf jeden Fall heute machen und das muss ich auch machen, wenn Lara schläft. Genau, deswegen, wenn sie schläft, einmal Auto sauber machen und drehen. Sollte ich hinbekommen, weil sie schläft ja mittlerweile wieder normal und nicht so, wie es eine Zeit lang war, dass es so, ja, dass sie irgendwie gefühlt nur für eine halbe Stunde geschlafen hat. Oh, also ich sag's euch, okay, ich stehe in den Linien. Ich vermisse diese Einparkhilfe, also diese nicht für zum Parken an sich helfen. Ich kann parken. Es geht eher darum, stehe ich richtig gerade, stehe ich auf der Linie oder nicht und überhaupt. Und durch die Kamera sieht man das dann halt eben alles. Das finde ich ja eine Erleichterung, sagen wir es mal so. So, jetzt schnappe ich mir mal ein, zwei Sitze, so viele wie ich tragen kann. Ja, das ist so für den heutigen Tag geplant. Und wenn ich dann gedreht habe und das Auto hier gereinigt habe, alles rausgeräumt habe, weil hinten habe ich auch noch was drin, dann heißt es für mich eigentlich heute die ganze Zeit schneiden, 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 weil ich super viele Videos vorschneiden muss. Genau, ja, das ist so für den heutigen Tag geplant. Ja, that's it, ihr Lieben. Ich zeige euch gleich mal mein Outfit. Ich sitze nämlich, oder ich bin in einer Hose.
die ich damals gekauft habe in Kleidergröße 38. Und ich habe nie da reingepasst. Also ich habe die gekauft damals als unter anderem als Ansporn nach dem Motto so, ach komm, ein paar Kilo abnehmen. Da hatte ich noch Kleidergröße 40. Das war noch vor Schwangerschaft und alles. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die damals in Amerika, nee, ich habe die nicht in Amerika gekauft. Ich habe die in irgendeinem Sale gekauft. Aber so nach dem Motto, mal eine Kleidergröße kleiner, ein bisschen abnehmen. Ja, und dann kam die Schwangerschaft und jetzt habe ich nicht eine Kleidergröße kleiner, sondern eine Kleidergröße mehr. ja. Ich habe aber gerade die Shaping Wear an von Creamy und dann habe ich da reingepasst. Gerade so, aber ich habe da reingepasst. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Muss ich euch gleich mal zeigen. Die Hose ist so, so schön. Also wenn ich wirklich nochmal irgendwie 5 Kilo verliere, dann passe ich richtig schön rein. Und wenn ich 10 Kilo verliere, dann kann ich auch ohne Shaping Wear rein. Aber ich habe mich heute Morgen gewogen. Ich habe nochmal ein bisschen was abgenommen, aber sehr wenig. Also ich habe momentan, die letzte Zeit war ich schon gut am Sündigen, muss ich wirklich gestehen. Also sehr, sehr, sehr gesündigt. Ich glaube, ich habe jetzt wieder ein bisschen weniger auf der Waage gehabt, weil ich einfach gestern gefühlt nichts gegessen hatte. Also von daher aus macht es Sinn. Aber ich muss auf jeden Fall wieder ein bisschen besser drauf achten, weil ich ja mein Ziel habe, bis November eine gewisse Kiloanzahl abzunehmen. Deswegen darf ich da jetzt nicht rumschlenderisch werden, so rumschlendern und mich drauf ausruhen, dass ich jetzt 6 Kilo abgenommen habe. Es soll ja noch weitergehen, deswegen ja, gönne ich mir jetzt erstmal gleich einen Shake zum Frühstück und vielleicht auch direkt heute Abend und heute Mittag mal gucken. Wir wollten vielleicht Wraps machen. Oder eine Brokkoli-Linsensuppe steht auch noch zur Auswahl. Also, ja. We will see. Ich zeige euch gleich mal mein Outfit. Ich bin voll froh, da drin zu stecken. Aber es ist noch nicht perfekt. Aber es geht in die richtige Richtung. Ja. So, das ist mein heutiges Outfit. Ihr habt es bestimmt jetzt schon in einer der letzten Vlogs gesehen, weil ich das jetzt nämlich gleich abfilmen werde. Aber wie crazy ist das? Ich habe diese Hose noch nie angehabt, Leute. Noch nie. Die liegt bei mir im Schrank jetzt schon eine ganze Zeit lang. Und es ist einfach Kleidergröße 38. Wenn ich die Shapewear nicht drunter habe, kriege ich diese Hose nicht zu. Die steht wirklich so offen. Also so handbreit steht hier wirklich offen und ich kriege die nicht zu. Und ich habe sie einfach jetzt zubekommen. Wie crazy ist das bitte? Ich finde es so heftig. Also sowas macht schon viel aus. Und ich mag diesen Style auch. Das ist wie so ein Shirt, was man anhat und dann mit so einer High-Waist-Jeans. Gerade diese Jeans, die irgendwie so Spielereien haben wie die hier. Die hat ja so, die ist von Calvin Klein, by the way. Die hat so hier so einen Gürtel. Ich finde die richtig, richtig, richtig schön. Die ist so hübsch. Ist zwar eine schlichte Jeans in Schwarz einfach nur, aber die ist so, die fühlt sich richtig gut an einfach. Und ja, ich hoffe, dass ich da natürlich auch bald ohne Shapewear reinpasse, aber auch mit der Shapewear. Ich finde es so, ich mag diesen Look, dieses, man hat was da drunter, also diese Body praktisch. So, und wenn man Body eh anzieht, kann man ja gleich auch eine Shapewear anziehen, weil dann hat man gleichzeitig noch so ein bisschen einen, ja, Shaping-Effekt. Mag ich sehr, sehr gerne. Ja, das ist mein Outfit für den Morgen. Ich werde mich aber definitiv nochmal umziehen. Heute Morgen war es halt einfach ein bisschen frisch. Da muss ich definitiv eine Hose anziehen. Und dann dachte ich mir so, ach komm, probierst du doch mal direkt deinen Hintern, deinen Körper in 38 reinzuquetschen. Völlig absurd. Ja, aber ich werde gleich irgendwas Kurzes anziehen oder ein Kleidchen, mal gucken. Ich ziehe jetzt sowieso mal mein Kleid an, was ich auf der Taufe anhatte. Und zwar einmal mit Shapewear und einmal ohne Shapewear, dass man da mal direkt sehen kann, was ein krasser Effekt das ist. Aber wie gesagt, habt ihr dann schon in einer der vergangenen Vlogs gesehen. Ja, siehste, meine Lara ist hier am Spielen. Bin immer wieder bei ihr und immer mal wieder am Filmen. Und ja, mache mir gleich meinen Shake. Wir haben 9 Uhr und ja, ich mache hier mal weiter. So. Ja, mittlerweile 10.20 Uhr. Ich habe jetzt so die Hälfte von meinem Shake getrunken. Ich hatte gerade so Hunger gehabt, dass ich richtig viel getrunken habe. Jetzt bin ich aber schon wieder so gesättigt. Jetzt mache ich ein bisschen langsam. Ich habe die Shapewear gedreht, was ich mir ja vorgenommen hatte, morgens zu drehen. Jetzt habe ich mir direkt ein lockeres T-Shirt angezogen und eine kurze Hose, weil es sollen, wie gesagt, 32 Grad werden. Gestern sollten es auch nur, ich weiß gar nicht,
wie viel Grad es werden sollten, aber es waren ein paar Grad mehr auf jeden Fall als angekündigt gewesen sind. Deswegen, ja, es wird wahrscheinlich heute wieder so sein, dass es richtig, richtig heiß wird. Ich habe jetzt schon überall die Fenster zugemacht und die Rollläden runter. Ich hatte in den ganzen, also gestern zum Beispiel habe ich überall Fenster auf Kippe gehabt, aber die Rollos runter. Und das hat gar nichts gebracht. Die Wärme ist komplett reingegangen. Bei Lara im Zimmer habe ich ja die Rollos runter und die Fenster zugehabt. Bei ihr im Zimmer war es so schön kühl. Man ist da abends reingegangen. Ich hätte mich am liebsten auf den Boden gelegt und dort geschlafen. Also wirklich, das war so krass gewesen. In allen anderen Zimmern total warm. Ja, deswegen, ich möchte heute darauf achten, dass die Fenster alle geschlossen sind, dass die Wärme gar nicht erst reinkommt. Ja, ich habe die ganzen Autositze aus dem Auto rausgeholt, das Video gedreht. Ich bin gerade dabei, mein heutiges Video zu Ende zu schneiden und dann muss ich ja noch weitere schneiden. Genau, mein Mann sagt mir Bescheid, sobald der andere, der das Auto besichtigt, besichtigen kommen möchte, wie viel Uhr der kommt. Ich muss auf jeden Fall noch das Auto aussaugen gehen, aber ich habe Angst, dass der am Ende irgendwie absagt oder doch nicht kommt und ich dann da unnötig Zeit verschwende. Deswegen, ich warte, bis mein Mann das sagt, dass der kommt und das Auto ist jetzt nicht großartig schmutzig, da ist ein bisschen Sand jetzt hinten angekommen von den letzten Tagen, aber ich habe das Auto in 5 bis 10 Minuten maximal wieder komplett sauber, von daher aus, das wird schnell gehen. Joa. Jetzt werde ich eigentlich nur so lange schneiden, bis Lara wieder wach wird. Die ist zwischendurch, habe ich sie hingelegt, gefüttert und so weiter. Die ist direkt eingeschlafen, die war super müde. Die liegt jetzt aber auch schon seit einer Stunde im Bett. Deswegen muss ich mich echt ranhalten und hier weiter schneiden, schneiden, schneiden. Hallo ihr Lieben, da melde ich mich nochmal kurz. Ja, wir sind vorhin alle zusammen losgezogen und haben den Elias und den Samu vom Kindergarten abgeholt. Elias hat sich da nochmal von den Erziehern verabschiedet, die noch da waren. Aber davor, er hat erzählt, dass immer wenn er in Erzieher gegangen ist, haben die sich von den Vorschulkindern sozusagen verabschiedet, weil ja, ja heute der letzte Tag gewesen ist. Genau, als wir zu Hause angekommen sind, haben wir hier, ich habe vorher schon diese Mini-Donuts rausgeholt, die es beim Edeka gibt. Die sind sehr, 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 sehr nice. Weitere Kinder haben geklingelt. Elias und Samu sind so seit einer Stunde ungefähr draußen am Spielen. Ich habe jetzt gerade Brezel in den Ofen gemacht, weil die sich das gewünscht haben. Und ja, auf jeden Fall, wir haben hier zusammen gegessen, die ganze Zeit gespielt, gemacht, getan, die Mädels gespielt. Meine Schwester hatte den Rasen vorbereitet, also die Ränder alle geschnitten und mein Mann hat dann jetzt gerade noch Rasen gemäht. Jetzt ist alles wieder fresh and clean. Genau, ich bin eigentlich den ganzen Tag dabei, Videos zu schneiden. Also ich habe tatsächlich 4 ganze Videos geschnitten. Ich habe aber auch wirklich nichts anderes gemacht. Ich war die ganze Zeit am PC. Egal, wie ich wo was gemacht habe, ständig am PC, auch hier jetzt. Ja, damit ich den Druck so ein bisschen raus habe für die nächsten Tage, wenn der Elias zu Hause ist, beziehungsweise Wochenende und so weiter, weil mein Mann ist am Wochenende nicht da. Samstag und Sonntag. Es gibt irgendein Festival, ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall ist er da nämlich unterwegs. Deswegen bin ich so Samstag, Sonntag so ein bisschen auf mich gestellt. Deswegen wollte ich unbedingt für das Wochenende auch schon vorarbeiten. Und den Vlog, den ich jetzt gerade schneide, ist schon für Sonntag. Also ich habe den heutigen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, genau, 4 Videos komplett fertig. Und den für Sonntag habe ich jetzt schon angefangen. Läuft bei mir, würde ich sagen. Ich war aber wirklich die ganze Zeit an mich nicht ablenken lassen, ständig das gemacht. Ja. In den nächsten 10 Minuten kommen die Jungs aber rein, dann gibt es Abendessen und mein Mann ist noch unterwegs, der ist gerade zum Rewe hochgelaufen. Da sind ein paar Sachen im Angebot, die wollte er besorgen und meine Schwester ist auch gerade unterwegs, aber in der anderen Richtung. Die wollte noch Apotheke und Co. abklappern und ja, wenn alle zu Hause sind, dann werden wir Abendessen, Abendroutine und ja, genau, das war's. Mehr passiert heute gar nicht. Ach, übrigens, Update zum Polo. Der Typ ist doch nicht heute gekommen. Ja, richtig, richtig blöd. Der hatte ja gesagt, dass es ihm heute am besten passen würde, aber irgendwie hat er sich dann doch nicht mehr gemeldet für eine Uhrzeit. Deswegen mal gucken, wann er sich meldet, ob er sich meldet. Ich gebe dem jetzt einfach nochmal ein paar Tage Zeit, ob das irgendwie hinhaut oder nicht. Ansonsten geben wir es dem
Autohaus ab, weil da haben wir ja auch ein gutes Angebot. Ist jetzt nicht, dass es schlecht wäre, aber das von dem Typen wäre halt besser. Von daher aus, ja, warte ich dann noch mal ein paar Tage ab. Ansonsten geben wir es dann ja beim Autohaus ab. Das ist der Plan, genau. Joa, soweit so gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich melde mich einfach morgen wieder bei euch. Genau, aber jetzt die nächsten Tage ist jetzt nicht großartig was geplant. Einfach, wie gesagt, weil mein Mann nicht da ist. Und jetzt erstmal 2 Tage ist der Lias ja daheim. Der freut sich aber auch schon, mit den Kids hier aus der Siedlung zu spielen, weil die haben ja hier teilweise schon um 10 Uhr morgens geklingelt und gefragt, ob Lias und Samu raus können. Und ich habe denen dann immer gesagt, die haben die Woche noch Kindergarten und der Lias freut sich halt morgens dann direkt rauszugehen und mit den Kids zu spielen. Deswegen denke ich, dass der schon eine gute Beschäftigung auf jeden Fall hat. Ja, und dann ab nächster Woche, wenn dann tatsächlich für alle Urlaub sozusagen anfängt, sowohl für meinen Mann als auch für Samu, dann schauen wir mal, dass wir unsere ganzen Vorhaben sozusagen nach und nach abhaken. Natürlich müssen wir aber erstmal darauf warten, dass unser neues Auto dann halt eben fertig ist. Genau. So. Ja, das war es jetzt aber wirklich, ihr Lieben. Wir hören und sehen uns morgen wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.